Ja, hallo liebe Leute, willkommen zum Unboxing. Heute der Stallone-Film Shootout. Rache altert nicht, keine Gnade. Das Cover mit dem Super-Action-Star Sylvester Stallone. Immer noch in Top-Form, finde ich. Ein sehr schönes Cover. Ist die FSK 16-Version. Ich glaube, eine 18er-Version gibt es gar nicht von dem Film. Ja, schauen wir mal. Shootout von der Seite. Und so sieht das Backcover aus. Er ist ein Auftragsmörder. Er ist hart wie Stahl. Sylvester Stallone kennt keine Gnade. Ja, so kennen wir ihn natürlich. James Bonomo, alias Jimmy Bombo, ist ein Auftragskiller in New Orleans. Er folgt nur einem Prinzip. Töte niemals einen Unschuldigen. Als aus diesem Grund ein Zeuge überlebt, muss Jimmys junger Partner zur Strafe dafür mit seinem Leben bezahlen. Detektiv Taylor Kwon aus Washington trifft in New Orleans ein, um eine neue Spur in einem alten Fall zu verfolgen. Als er seinen Kollegen treffen will, findet er stattdessen nur noch dessen Leiche vor. Für das NOPD stehen Jimmy und seine mittlerweile toter Partner als Hauptverdächtiger für diese Tat fest. Die Suche nach Hinweisen zu den Tätern zwingt Jimmy und Kwon schließlich zu einer ungewöhnlichen Partnerschaft, und für die Jagd nach den Mördern sind Cop und Killer plötzlich aufeinander angewiesen. Auf ihrem Weg zur Gerechtigkeit und Vergeltung treffen die beiden auf zwielichtige Gestalten und blicken hinab in die tiefste Abgründe, die bis in die höchsten Polizeikreise reichen. Manchmal liegt nur ein schmaler Grat zwischen Killer und Cop. Ja, Shootout hat gemacht Walter Hill, der unter anderem bekannt für Nur 48 Stunden und diverse andere Filme. Ja. Der Film ist 89 Minuten lang. Ist 2013 erschienen, Produktionsjahr 2013. Auf DVD ist der, glaube ich, am Anfang August erschienen. Ja, Sprache ist Deutsch-Englisch 5.1 und 2.0. Extras sind auch dabei. Bullet Feature, Blick hinter die Kulissen, Interviews, Trailer. Ja, ich denke, wer auf Actionfilme steht, so Oldschool-Actionfilme, der sollte jetzt das mal reinziehen. Pass mal aus. So. Weg damit. Zack. Ja, so sieht das DVD-Cover aus. Und hier ist noch so eine. Das sind nochmal die Darsteller, Filmografien, ja, auch nicht schlecht. Christian Slater hat mitgespielt. Oh. Sung Sang, Sung Kang, Sarah Shahi. nicht schlecht. Und Sly natürlich, der Altmeister der Actionfilme. Und hier ist nochmal der Kapitelauswahl. Oh, Sly mit Tattoos. Sieht echt cool aus. Auf jeden Fall eine schöne Erweiterung für meine Action Collection. Ja, das war das Unboxing. Ich sag, bis demnächst. Bye bye.